Hallo und herzlich willkommen zum Heidemacker. Heute möchte ich euch mal die Lösung eines ganz banalen Problems mitgeben. Und zwar das Windows-Passwort. Ihr wisst weder den Benutzernamen noch das Windows-Passwort, weil ihr einen PC gekauft habt und der Verkäufer hat euch das nicht mitgegeben. Oder ihr kennt den Benutzernamen, habt aber das Passwort vergessen. Hier möchte ich euch mal zeigen, wie man ganz leicht dieses Problem lösen kann. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Windows 10 CD, Installations-CD oder Boot-CD, und ihr müsst euren PC natürlich vom CD-Laufwerk booten können. Falls das nicht klappt, dass ihr nicht vom CD-Laufwerk booten könnt, dann müsst ihr das im BIOS umstellen. Das heißt, da müsst ihr die Änderung erstmal fertig machen. Falls ihr auch nicht ins BIOS reinkommt, hier verlinke ich euch einen Tipp, wie man das BIOS-Passwort sozusagen zurücksetzen kann und auf Einstellungen zurücksetzen kann, wo man alles machen kann. Also dranbleiben, gleich geht's weiter. So, und genau hier ist das Problem, wenn ich mich anmelden möchte. Hier heißt er zum Beispiel neuer Benutzer und ich kenne das Kennwort nicht. Dann ist das Kennwort falsch und ich soll den Vorgang wiederholen. Kennwort zurücksetzen geht auch nicht, weil ich brauche die Sicherheitsantwort 1, 2, 3. Wenn ich das weiß, ist okay. Wenn ich das noch weiß, noch besser. Wenn ich das vom Verkäufer nicht mitgeteilt habe, dann kann ich im Prinzip nichts machen. Auch eine Hilfe gibt es hier nicht. Insofern kann man da nichts machen, außer man bootet jetzt von der Installations-CD. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis er von der CD gebootet hat. Das ist die Eingangs-Setup-Maske. Gehen wir weiter. Da gehen wir jetzt nicht auf Installieren, sondern auf Computer-Reparatur-Optionen. Da gehen wir auf Problembehandlung. Hier oben. Wenn wir da sind, gehen wir auf Eingabeaufforderung. So, jetzt sind wir ja schon an irgendeiner Stelle im System drin. Jetzt müssen wir nur noch das Windows-Verzeichnis finden. C-Doppelpunkt ist meist das Einfachste, da bin ich auf dem Laufwerk C. CD Windows, da bin ich im Windows-Verzeichnis und CD System 32. Da bin ich also im System drin. Dann mache ich mal dir Utilman Stern. Da müsste ich alle Ultimans finden. Okay. Da hatte ich schon mal experimentiert, damit ich das weiß, wie es nachher geht. Jetzt werden wir dieses Utilman, das ist der Utility Manager, kopieren. Das heißt, wir werden ihm einen anderen Namen geben. Rename utilman.exe nach utilman.exe.xxx, nenne ich ihn mal. So, jetzt habe ich den Utility Manager umbenannt. Und jetzt kopiere ich die copy cmd.exe nach utilman.exe. Das heißt, dieses Command wird jetzt zum Utilman. Eine Datei kopiert, wunderbar. Jetzt gehen wir raus mit Exit und PC ausschalten. Jetzt wird der PC ganz normal neu gebootet. Ich will nicht von CD oder DVD booten. Das müssen wir dann mal umstellen. So, jetzt sind wir auch schon wieder in einer ganz normalen Anmeldemaske. Neue Benutzer, wir wissen das Kennwort immer noch nicht. Aber hier unter, erleichterte Bedienung, da kommt jetzt das Command-Fenster. Das heißt jetzt zwar ultimate.exe, aber jetzt ist das Command-Fenster. Und da geben wir jetzt mal ein NetUser. Da sind wir neuer Benutzer 2. Das ist der neue Benutzer.
Internet-User in Hochkommand, neuer Benutzer 2, Hochkomma und ein Stern dahinter. Da gebe ich ein Kennwort ein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nochmal. So, jetzt kann ich das wieder rausgehen. Gehe ich wieder raus mit Exit. Jetzt habe ich den neuen Benutzer. 1, 2, 3, 4. Und siehe da, ich bin drin.